Herzlich willkommen zur 20. Folge von Subnautica. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel seit einer Woche nicht mehr angefasst. Deswegen, ich wundere, wenn ich die Störung nicht mehr so gut im Kopf habe. Ich weiß, wir wollen zur nächsten Rettungskapsel. Ja. Lass uns mal hier alles gelb machen, was? Also, lass uns mal alles gelb machen, was wir schon hatten. So, unseren Fotos. So. So, dorthin wollten wir hingehen. Meter von der mittleren Bergbordseite. Na, ja, gehen wir hin, ne? Ich habe gesehen, hier kann man also seine Energie irgendwie laden. Ich habe keine Ahnung. Dann wohin gehen wir jetzt eigentlich gerade? Chabornet. So. Ich weiß die Steuerung nicht mehr. Oh nein, da hat sie ein Foto gemacht. 150 Meter. Das muss ja viel weiter da hinten sein. So. Ich habe überlegt, was wir alles so tun könnten. Und mein Ziel wäre jetzt erstmal versuchen, so ein Lasergerät zu bauen. Dass wir versuchen könnten, dann die ganzen Türen irgendwie so teilweise aufzulasern. Waren wir schon mal? Das kommt so bekannt vor. Lass uns mal nachschauen. So, das ist wie immer, dass wir mal als Taschenlampe benutzen. Schubkanone. Da. Was ist das? Batterieladestation. Könnte man brauchen. Eins und zwei. Was ist das hier? Geil, Meterrahmen. Ich sehe nichts mehr. So wie schlau ich natürlich bin, habe ich sehr auf meine Trinkenanzeige gepasst. Verschlechterung. So, also mein Ziel wäre jetzt irgendwie mehr Richtung. Also wir haben Baupläne für eine bessere Luftstation, alles so, dass wir mal mehr in die Tiefe gehen können. Okay, ich versuche noch die Steuerung rauszufinden. Das Problem ist nur, wir sind halt echt so laut unten. Deswegen hoffe ich, dass ich damit der Laserkanone oder so mehr Schaden anrichten kann. Oh, es ist hell. So. Okay, ich habe es keine Station gesehen. Das kommt doch schon langsam gut hin, finde ich. Wo ist das denn das für ein Gebiet? Was ist das da unten? Gott sei Dank habe ich eingebaut, dass wir 300 Meter tief schwimmen können. Was bist du? Okay, so, irgendwie so ein Wassersystem. Die mysteriöse Welt von Subnautica. Wie viele Rettungskapsel gibt es jetzt eigentlich? Ich habe schon so viele geholt.
nicht so perfekt. Na, kommt ein bisschen näher vor. Was ist das für ein komisches Geräusch? Jetzt würde mich hier irgendwas verfolgen. Ungefähr 115 nordwestlich von der mittleren Backbordseite. Du wärst natürlich jetzt, wenn mir ein anderes Bild gezeigt wird. So, okay, er kann gut das ganze Teil sehen. Oh, jetzt wie so ein Delfin einfach. Müssten wir es ja dann irgendwann sehen. Wieder zu weit. Auftrieb wird aktiviert, Kapsel auf Meereshöhe geortet. Kapsel auf Meereshöhe geordnet. Ich finde, die sind ja echt perfekt. Das Geräusch. Ich finde sogar perfekt hier. So. Ich sehe nirgendwo eine Stadt. Ich sehe Gemeinde von hier aus. Ich glaube, das ist näher dran. Laut dem Bild kann man nur eine Seite sehen. Wenn ich so drauf gucke, sehe ich zu viel. Das macht doch so keinen Sinn. Hier ist sogar dieser Fitzel hier oben. Ich meine, ich habe nichts dabei. Nope. Das ist wieder ärgerlich. So, logisch wäre es, wenn er hier wäre. So, dass er mit dem Bild her passt, wenn er es so gemacht hätte. Es ist sehr ruhig. Keine Ahnung. Lass uns wieder zurückgehen. Huch. Da ist zurück. Ich bin irgendwie ratlos, was wir tun können. Ich komme auch in diese Aurora auch nicht so wirklich rein. Oder kam nicht weit. Auf der anderen Seite sind ja diese mysteriösen Viecher. So dunkel hier. Ich habe keine Ahnung. Die Viecher sind ja ganz schön an unserem Haus dran. Und ich bin sehr weit weg gewesen. Ist alles so eine Sache für sich. Ist nicht zu finden, die andere. Es ist wieder weg. Ich sag's euch ja, diese Viecher zu sammeln.
Na, komm schon. Stimme ich mal mit. Das brauche ich auch gleich. Die geilen Lecks in Subnautica. Ist da. Hallo. So, ich würde mal gerne kurz hier bei unserer Station hier reingucken. Ja. Nö. Nur die Seematte. Das ist ärgerlich. Ich auch mal bald anpflanzen. Kupfer. Titan haben halt viel zu viel. Salzlegierung, kann jetzt auch erstmal raus. Schmeißen wir das mal hier rein, so. Zack, 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 zack. Lass uns überlegen, Leute. Wir müssen irgendwie besser rankommen. Wir haben ja schon versucht, dran vorbeizuschwimmen, aber die sind halt schneller als ich, die Viecher. Deswegen bringt das ja halt doch nicht so viel. Wir haben schon so viele entdeckt. Gibt es überhaupt noch was zu finden? Okay. Stase. Naja, wir brauchen halt auch wieder Sachen, die wir nicht haben. Das haben wir bereits alles schon einmal gebaut. Haben wir nichts, oder? Ah. Fabrikator. Batterieladestation. Innenbeet. Aquarium. Vital signs stabilizing. Lass uns das, solange es Nacht ist, weiter nach Essen schauen. Und dann suchen wir weiter nach der Kapsel. Ich nehme, wir brauchen die. Für die Story. Wenn wir den jetzt beim zweiten Versuch nicht finden, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Versuchen mal nach einer Höhle zu suchen, die tiefer geht. Das hat wieder das Problem wegen der Luft. Ich komme eben auch nicht mit meinem Anzug da überall rein. Ich hab das letzte Mal schon mal diese Höhle gefunden, die wie Feuer ausgestoßen hat. Da würde ich gerne reingehen. Ah, jetzt. So. Vielleicht hab ich noch die Maske für. Genau. Für radioaktiv. Da. Komm schon. Jetzt habe ich nur das Augen verloren. Da. Ich weiß, es ist gerade Tag, aber es sind gerade so viele Fische. Die will ich noch haben. Dann können wir uns welche aufs Salz legen. Also. Ja, so zack, zack. Ah.
Das Problem ist nur dieses Essen und Trinken in dem Spiel. Das kostet einen sehr viel Zeit. Da kann man nicht so richtig nachschauen. Und uns fehlen ja anscheinend noch sehr viele Ressourcen. Wir haben nicht mal die zwei Medic-Kids-Stationen mal irgendwie fertig bekommen. So, dann will ich jetzt essen. Die restlichen trocknen wir uns. Braucht Energie, seht ihr das? So. Da sitzt leer, ne? Genau. Ist voll aufgeladen. Huch, so die. Perfekt. Ich würde noch mal kurz in meine Rettungskapsel gehen und mal schauen, ob wir irgendwas liegen gelassen haben. Dann könnten wir es auch noch mal mitnehmen. Huch. Das mal mitnehmen. Und ein paar Sachen. Aber nichts so hoch. Nichts Besonderes, würde ich jetzt nur sagen. Und ich mir jetzt hier voll abgehen könnte. Das ist die Aurora, genau. Vorne ist aber so. Das Problem ist, man kann nur fahren wie ein Delfin anscheinend. Ich hätte. Entschuldigt, jetzt doch irgendwo auf dem Meeresboden diese scheiß Reibungskapsel oder. Man muss jetzt so nah dran sein, bis die Textur mal lädt. Nordost, hat er gesagt. Wie das hinkommen hier mit dem Bild. Auftriebskörper aktiviert, Kapsel auf Meereshöhe geordnet. Kapsel befindet sich in der unmittelbaren Nähe des radioaktiven Niederschlags von der Aurora. Ursprung der Übertragung ungefähr 150 Meter nordwestlich von der Mittelbackbordseite der Aurora. Okay, immer noch weiter weg. Ich finde das schon scheiße, dass sie in diesen Ewigkeiten brauchen, bis sie mal geladen sind. Das sind auch so Sachen, die total unnötig sind. Bestimmt schon wieder zu weit, oder? Na, ich weiß nicht, auf dem Bild sieht es sogar noch weiter weg aus. Ich habe Angst, dass wir zu tief reingehen, dass wir jetzt wieder durch ein Gewässer sind. Da unten. Habt ihr das gesehen? Bewegen wir uns, so sieht es jedenfalls aus. Das sieht doch jetzt perfekt aus. Hier müsste es auch sein, oder nicht? So. Ich sehe nirgendwo eine Rettungskapsel. So, gucke, schauen Sie es jetzt so an. Moment, ich lege das so in den Hintergrund.
Ich weiß nicht. Auf dem Bild sieht es halt noch weiter weg aus und ein bisschen näher an der Aurora dran. Wie lange suche ich eigentlich wieder nach der Kapsel? Naja. Ich fühle mich in diesem Gewässer schon wieder sehr unsicher. Okay. Sehr unheimlich, aber ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das mit der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen.